So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Ja, ihr wisst ja, diese Woche ist Halloween angesagt. Ja, die neue Maple Leaf Halloween Kollektion aus Kanada, die neue Münzserie, die in diesem Jahr dreiteilig ausfällt. Ja, also letztes Jahr waren es zwei, es gab auch noch nur eine. Also es wird immer größer. So, und jedenfalls, das wollte ich euch auch mal so zeigen. Also ihr bekommt das Ganze von eurem Münzhändler hier in so einem Etui. Und darin befindet sich dann die bereits gekapselte Münze. Und die sieht dann eben wie folgt aus. Ich zoome ein bisschen mal ran. So. Ausgabe 2 aus der Halloween 2019 Maple Leaf Serie. Die Münze hat den Namen Ghost Town, was zu Deutsch be bedeutet Geisterstadt. Ja, wisst ihr ja. Ja, das Ganze gucken wir uns einfach mal so näher an. Hier reitet die Hexe auf dem Besen. Ja, hat nichts mit Harry Potter zu tun oder so. Hier ist auch so ein Hexenhäuschen. Hier unten ein schöner geschnitzter Kürbis. Übrigens, dieses kleine, ihr könnt es vielleicht hier sehen, dieses ganz kleine Symbol hier, das ist nochmal so ein Echtheitszertifikat. Das ist praktisch ein Ahornblatt nochmal zusätzlich. Die Farbapplikation ist rausgestanzt in Form eines Ahornblattes. Das soll also auch nochmal ein bisschen so die Echtheit dieser Serie eben beschreiben oder wie auch immer. So, Kanada steht hier oben drauf. Feinsilber, eine Unze. Hier steht auch nochmal Argent Pur, also praktisch auch Feinsilber. Und man kann hier besser als bei der ersten Ausgabe doch ganz gut erkennen, dass da dieses Ahornblatt von dieser Maple Leaf Münze durchscheint. Ja, ich versuche immer, kann es glaube ich ganz gut erkennen. Genau. So, also ganz nett gemacht, die ganze Geschichte. Auf der Rückseite, wie schon bei der letzten Münze, thront natürlich wieder Majestät Queen Lisbeth. Und auch hier der Nennwert 5 Dollar und das Herstellungsjahr 2019. Das Ganze auch hier in dem Fall ist die Sonderausgabe zu Halloween aus Kanada, zu dieser Maple Leaf Serie. 99,99% Silber und natürlich auch wieder als limitierte Auflage von jeweils 5, Quatsch, 2500 Stück. So, in Etui dazu haben wir hier noch so eine, ja, so eine Produktkarte, so eine Limitierungskarte. Muss ich aber allerdings jetzt mal ein bisschen aufzoomen, sonst können wir die nicht ganz sehen. Auch hier Halloween 2019, Ghost Town, hier unten steht es auch drauf. Happy Halloween. Und hier sind die ganzen Daten zu dieser Münze. Nennwert 5 Dollar, 99,99% Feinsilber, eine Unze und 2500 Stück als Limitierung. Ja, das war's schon. Wir sehen uns dann demnächst wieder zu der neuen Ausgabe mit der Ausgabe 3 dieser wunderbaren Serie aus Kanada. Happy Halloween. Tschüss, macht's gut.